Ja, willkommen zurück zu Spyro 2 und ihr habt den letzten Part zum Ende gesehen, dass ich unterwegs gewesen bin und zwar, Moment, ich muss den Soundboard stellen, dass ich nochmal bei Jäger war, bei seinem Minispiel, ja, und dass ich den Sprint geschafft habe, an dem ich so, ja, kläglich verkackt hatte. Ja, und jetzt bin ich wieder bei Magna Kegel und bin hier auf der Suche nach den restlichen Edelsteinen und vor allem nach der letzten Kugel. Ich würde ja fast meinen, das Schwerste haben wir geschafft, indem wir halt, ja, das Spiel gegen Jäger gewonnen haben. Was, wie ich finde, ziemlich knifflig war. Aber wir haben es ja geschafft. Oh, ich mag diese Viecher nicht. Die komischen Erdwurmviecher gehen mir richtig auf die Pelle. Auf den Sack oder whatever. Jedenfalls gehen die mir tierisch auf die Nerven. Okay, da unten ist noch was. Ja, und jetzt geht es in erster Linie darum, dass wir Edelsteine suchen. Und außerdem gibt es bestimmt beim Fahrstuhl da drüben noch, beim Fahrstuhl da oben noch eine Menge zu finden. Komme ich da durch? Ja, ganz locker. Wir hatten noch mal so einen Aufzug freigeschaltet. Und weiter oben. Und da gibt es bestimmt auch noch. Ja, das war jetzt. Ich mag diese Erdwürmer nicht. Ja, genau diese fetten Viecher sind die Erdwürmer, die mir richtig auf die Nerven gehen. Ja, die Viecher auch. Beide schlimm. Die Erdwürmer und die anderen Mistviecher. Genau die Viecher, die haben blöden Wasserbomben da. Oh Mann, ah, Mann, ja, das war jetzt meine Schuld, weil ich halt ja scheiße gesprungen bin. Dann war ich schon. Muss mich also nicht mehr interessieren. So, Energie hole ich mir wieder. Die kann man nicht austricksen. Aber man kann sie trollen. Und zwar so. Ja, du gehst mal dahin. Auf das X. Adios. Erdwurm. Da ging es, glaube ich. Nee, da ging es. Doch, da ging es zum Aufzug rauf. Hier noch was? Nein. Da geht's bloß wieder runter. Dann muss ich wohl nach oben. Hier konnte man nämlich switchen. Kleiner Spider-Man Dragon. Hier gibt's nichts. Da hinten vielleicht, dass ich. Na, nee, da ist auch nichts. Ich glaube, da war ich schon mal. Stimmt, der Aufzug, den könnte ich ja mal benutzen. Dann zeig mir mal, wo du mich führst. In den Vulkan hinein. In ein weiteres Gebiet. Gibt's vielleicht unterhalb des Fahrstuhls noch? Ne, da kann man gar nicht hin.
Oh, jetzt wird's heiß. Jetzt sind wir im Vulkan drin. Der irgendwie aussieht wie eine riesige Lavamaschine. Ich möchte auch nicht wissen, ob das wirklich instant ist. Vor allem sehe ich gerade nichts. Na, ist das so eine Art Blind Jump, wenn man nicht weiß, wo man dann springt? Beziehungsweise wo man landen kann. Bei der Wahl sind das nämlich Blind Jumps. Das war dumm. Das war dumm gelöst. Das gebe ich auch zu, dass das dumm gelöst war. Warum schweben diese Früchte da? Hat das irgendeinen Sinn? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich bin da lang gejumpt. Ach nee. Komme ich hier wieder runter? Nee, das ist Quark. Da komme ich hier wieder runter. Das würde gar nichts bringen. Oh mein Gott. Cut. So, dadurch, dass ich jetzt schon wieder unterbrochen wurde, sehe ich beim auf dem Timer jetzt die 13. Minute. Deswegen werde ich bis zur 25. Minute zocken, weil ich einfach, ja, gerade nicht mehr weiß, wo ich oder wie viel ich bis zu 20 brauche. Deswegen werde ich das jetzt einfach so machen und versuchen, diesen Vulkan emporzusteigen. Okay, verstehe. Links-Rechts-Kombination. Easy. Danke, dass du den Deckel des Vulkans zugemacht hast, Spyro. Es wurde hier etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben hatte. Doch du verdienst ihn mehr, finde ich. Okay, danke. Damit haben wir das Wichtigste schon mal hier gefunden, und zwar den Magma-Kegel-Talisman. Und weitere Edelsteine. Wie viel fehlen noch? Ja, nicht mehr so viele. Vielleicht finde ich ja den Rest. Obwohl, Moment mal, er hat auch noch hier so einen. Er scheint auch ein Problem zu haben. Hey, Spyro, du kommst gerade rechtzeitig zur Party. Naja, das wäre so, wenn die üblen Lavamonster nicht unsere Hüte gestohlen hätten. Es ist doch nicht dasselbe ohne Partyhüte. Okay, die Lavamonster umschießen. Machen wir doch. Ja, wie soll ich das eigentlich machen? Hä? Wie soll ich das denn machen? Das verstehe ich gerade nicht.
Das verstehe ich gerade nicht ganz. Wie ich das jetzt deichseln soll. Was gibt's da oben eigentlich? Ach, es war doch hier die Treppe zur Spitze. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig zur Party. Naja, das wäre so, wenn die üblen Lavamonster nicht unsere Hüte gestohlen hätten. Es ist doch nicht dasselbe ohne Partyhüte. Umschießen, ja. Bloß wie? Ich ahne was. Ich ahne, wie es gehen soll. Ich hab's geahnt. Obwohl? Doch, das scheint mir recht schaffbar zu sein. Das scheint mir eine recht machbare Aufgabe zu sein. Wir müssen bloß die komischen Früchte einsammeln und die Kalessi abschießen. Ich glaube, das kriege ich hin. Ja, natürlich, wenn ich die Dinger treffen würde. Mal kurz aufladen. Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer von der Aufgabe her. Einfach bloß die Typis abschießen. Mit den Früchten. Ah komm, das kriegen wir hin. Sagte er und starb. Ja, aber nee, komm, das ist eine einfache Aufgabe. Es gibt zwar vielleicht hier und da ein bisschen knifflige Passagen mit dem Lavastrom und so. Ansonsten scheint mir die Aufgabe relativ gut schaffbar zu sein. Ja, so natürlich nicht. Zielen können sollte man schon. Ja, das dürfte ich eigentlich locker hinbekommen. Wenn ich die Frucht mal treffen würde. Die stehen alle recht weit oben. Dürfte also kaum Problem sein. Ist auch weg. Zwischendurch mal Frucht geholt. Durch das Tor durch. Um wieder aufzufüllen. Ja, haben wir schon die Hälfte. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, ansonsten ist die wirklich... Ansonsten ist die Aufgabe wirklich gar nicht mal so schwer. Wenn ich die Frucht treffen würde.
Ha, neu erwischt. Leck mir durch. Ja, jetzt. Okay, mal wieder zurück zum Tor und auffüllen. Zurück zum Tor, habe ich gesagt, und auffüllen. Und weiter geht's. Und noch ein. Jawohl! Danke, Spyro! Du hast die Party gerettet! Hier, das ist unter die Käsebällchen geraten. Und ich hätte mir fast einen Zahn dran ausgebissen. Danke! So, alle Kugeln haben wir schon mal. Edelsteine fehlen noch. Die werden bestimmt hier drin sein, in diesen. Behältern. Aber das waren trotzdem noch nicht alle. Ja, ah, ich habe vergessen, dass ich nur. Ich hab vergessen, dass ich nicht mehr fliege, ich Vollhorst. Na gut, die Kugel ist gespeichert. Ja, ansonsten erscheint mir das Level relativ leicht zu sein. Sind die auch schon fast fertig mit dieser Stage? Ich denke mal, bis zu 25 zocke ich noch. Und werde dann Cut reinsetzen. Da ich hier ein bisschen kurz weg war und dadurch eben Zeit verloren ging. Wo sind weitere Edelsteine? Lasst mich doch mal gucken. Wie viel fehlen denn noch? Ah, wieder mal. Ein ganz kleiner Rest fehlt noch. Ganz kleiner Rest fehlt noch. Aber wo ist dieser kleine Rest? Wo ist dieser kleine Rest? Scheint mir hier nichts zu sein. Jetzt kannst du wieder ausspucken. Nee. Also soweit sehe ich hier keine Edelsteine mehr. Es sei denn, es sind Edelsteine, die ich nur durch Backtracking erreichen kann. Ich würde sagen, wenn der Fahrstuhl oben angelangt ist, werde ich mal eben, ja, einen Cut setzen und im nächsten Part suchen wir dann weiter in der Stage nach den restlichen Edelsteinen. Also bis dann, tschüss!